Willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich kann schon wieder nicht depausieren. Oh, nein. Oh Mann, oh. Oh. Hä? Pause. So, ja. Da sind wir wieder. Wo ist die Katze? Ach nee, bei dir. Ist bei mir, ist doch klar. Die weiß, wo es gut ist. Also, heute geht es für mich in die erstmal zum Community Center Stuff abgeben und dann in die Mine. Und für die Mine brauche ich die Spitzhacke und das Schwert. Katze, lass mich raus. Ich kann nicht raus, die Katze ist im Weg. Nein! Was? Ich kann nicht rausgehen. Papa hat Gold geschickt. Leute, kann mal jemand reinkommen bei mir? Hallo? Wo ist denn der Eisenbarren? Hier in der ganz Ich kann nicht rein. Kiste. Nein! Man kann die so weg... Hey, wie bist du reingekommen? Jetzt. Ja! Danke für die Rettung. Schön, ich habe natürlich wieder Post. Hi, ich verkaufe Hüte, okay, Stups? Komm zum alten Haus, Stups. Bring Münze, Hutmaus. Was? Hutmaus hat einen Brief geschickt. Die Hutmaus verkauft Hüte. Ich will einen Strohhut, aber der ist zu teuer, ne? Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller anbeißen. Hoffentlich sehe ich dich bald. Willi! Nee, die haben wir doch schon. Also langsam können wir auch, glaube ich, damit anfangen, Rucksäcke zu kaufen. Ja. Hallo Alex, es ist so lange her, seit ich von dir gehört habe, mein Schatz. Hier ist es genauso wie immer. Ich vermisse dich sehr. Alles Liebe, Mama. PS, ich habe einen Umschlag mit etwas Geld gefunden, das dir dein Opa hinterlassen hat. 500.000 Gold beigelegt. 500.000. Alter, wie viel Post ist denn heute? Was ist denn da los? Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Pierres Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Pierre. Oh, noch mehr Briefe. Oh, haben wir viel Gold. Das gereicht ja für eine Angel. Hi Alex. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein nettes, kleines Haus. Dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen. Dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir die Materialien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. Mit einer Küche kannst du all die Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, dass du dich im Sternentautal wie zu Hause fühlst. Deine Schreinerin vor Ort, Robin. Alles klar, Post ist abgearbeitet. Das ging ja schnell. Jetzt habe ich ganz vergessen. Ah, Community Center und dann Mine. Manu sammelt Beeren. Mhm. Hat sie gesagt. Aha, beim Bus sind keine. Oh nein, ich habe keine Beeren mitgenommen. Naja, dann lass ich... Vielleicht findest du noch welche. Hast du schon Sachen abgegeben, Alex? Nee, ich laufe gerade zum Community Center. Ich hatte relativ viel Post. Ja, okay. Mhm. Dann, es regnet, also versuche ich noch einen Wels zu fangen, oder? Wie auch immer. Beim Community Center ist noch eine Beere. Hast du, sehr gut. Wir brauchen übrigens auch noch einen Aal, falls ihr mal einen Aal... Ich weiß gar nicht, ob der schon in der Community-Truhe ist. Pack mal das Eisen. Ich halte hier den Schach. Versuch mal dann die Schleime erstmal zu erledigen. Die uns auch hier ein bisschen schwierig. So, die Katzen Bohnen. Schaffe ich noch nicht. Der Blumenkohl. Und die Pastinake. Bündel komplett! Nice! Okay. Gut, dann pass auf, ich hacke das. Belohnung? Was war jetzt die Belohnung? Gar nichts. Ach doch, da unten. Belohnung. Geschwindwachs. Dünger. Stimuliert die Blätterproduktion, steigert die Wachstumsrate einer Pflanze garantiert um 10%. In das bestellte Feld mischen. 20 Stück. Verkaufen wir, oder? Oh, was kommt jetzt? Schuhu. Neues Bündel? Ja, ein neues Bündel. Hast du ihn erledigt? Nee, der braucht ein bisschen mit dem Scheißschwert. Der Rückstoß ist auch zu stark. Wollen wir versuchen, Tennis mit ihm zu spielen? Ja. Gut. Oh, Mist.
Seid mal gleich in einer ganzzahlig durch 5 teilbaren Etage in der Mine. Würde mir die Sache auf jeden Fall erleichtern. Hier, Manu, hier ist noch eine Beere, siehst du das? Nee, ich kann da gerade nicht hingucken. Angel gerade. Achso, also direkt neben dem Community Center rechts. Lass lieber die nächste Stufe. Achso, soll ich die mitnehmen? Okay. Kannst du futtern? Komm, Fledermaus hier. Ich hab eine Nautilus-Muschel gefunden. Nice! Ist das gut? Das ist ein Artefakt. Wow! Das ist bestimmt nicht schlecht. Du kannst es bestimmt zu Gunther bringen. Mhm. Das ist Katzenfisch. Nee, den kill ich nicht. Nee. Stimmt, die sind relativ schwierig zu angeln, die Katzenfische. Ich erinnere mich daran. Wie viele brauchen wir davon? Einen. Ah, den habe ich. Glaube ich. Sein. Nichts mehr da. Okay. Dann gucken wir mal, wo der Ausgang ist. Hier ist schon. Offen. Also, okay. Hey, hier ist ja gar kein Erz mehr. Leute, ist das, kann das sein, dass wir kein Erz mehr haben, um weiteren Stuff zu schmelzen? Ja, wir sammeln gerade. Ah, okay. Wo seid ihr denn? Zum 50. 58? Ich bin auch gleich da. Ich eile euch zur Hilfe. Oh shit, Alter, hier sind aber ganz schön viele Gegner. Entdeckung. 57. Warte, mit dem können wir Tischtennis spielen. Ja. Schade. Hier geht's sogar durch Wände. Ärgerlich gegen den zu kämpfen. Achso, schade. So, ich schlage jetzt zu dir, Konrad. Hat jemand von euch die Hacke mit? Ja. Achso, eine Hacke? Nee. Wieso? Falls man hier diesen Maulwurf oder was das ist ausgraben muss. Aber gut zu wissen, bringe ich das nächste Mal damit. Ich glaube, es gibt manchmal so verbuddelte Gegner, die man ausbuddeln muss. Loot! Man kann die ausbuddeln, das ja, wusste ich auch noch nicht. Am Schnee man kann die auch so besiegen. Ein bisschen rumhacken. Man findet man manchmal auch noch was. Hä, wie macht man den? Ah, so macht man den Rucksack auf. Leute, hier geht's runter. Ja, dann let's go. Ich hab eine Bombe gefunden. Eine Bombe! Damit kannst du, glaube ich, oben den Eingang freisprengen. Da ganz oben in der Mine ist doch sowas zum. Im Weg. Ja, musst du mir mal zeigen. Dann mach ich das. Geh weg, Vieh. Komm, einer hackt. Oh! Ja, oder so. Aber lass mal nochmal nach Eisen suchen. Wer gibt da gerade Geld aus? Wenn ihr eins tiefer kommt, gibt es da ein neues Schwert. Oh. Nice. Das ist noch besser. Machen wir bestimmt gleich. Ja. Komm gleich. Ja, ich hab ein bisschen Hack. Geld ausgegeben. Alex, hack. Ich kümmere mich. Achso, um ist ja hacken, jo, das mache ich. Was hast du gekauft? Ein paar Snaps. Pastinaken. Spielst du auf Englisch, Timo? Ja, Entschuldigung. Kannst gerne auf Deutsch stellen, dann ist es viel einfacher mit uns zu kommunizieren. Ja, und ich spiele auf Deutsch. Maßlos verwirrt. Ich spiele auch auf Englisch. Ich bin auf Deutsch. Ich spiele auch auf Englisch, also von daher. Also die Zuschauer beschweren sich, dass wir nicht auf Deutsch spielen, wenn wir auf Englisch spielen. Oder zumindest bei Doswohl hat sich einer gewünscht, dass wir das auf Deutsch stellen. Und ich glaube, bei Stardew Valley ist die deutsche Übersetzung ziemlich gut, deswegen kann man das da ganz gut machen. Hier ist doch bestimmt irgendwas Krasses in der Mitte, das ist doch dieses Minen-Layout, wo krasser Stuff in der Mitte ist. Was soll ich? Nimm das Geist. Doch, da sind voll viele Holzkisten in der Mitte. Was sein, ja. Hier könnte tatsächlich was sein. Falte deines Autos. Können wir auch gleich
Hä, wieso? Das musst du aufnehmen. Ach so. Er hat nur gesagt, dass mein Inventar voll ist. Ah, okay. Geh weg, Geist! Keine Zeit für dich. Brauchen wir auch ein Heilwort für die Kiste? Du kannst es nachgucken. Da, wo dein Inventar ist, ist auch rechts so ein Symbol von einem Baum. Wenn du da raufklickst, dann siehst du, was du über die Community-Pack ist. Bündel Flussfische, Gotteslachs, Katzenfisch, Blaubarsch und Tigerforelle. Johan, hast du noch Platz im Inventar? Ein bisschen, wieso? Ja, weil hier ganz viel Hartholz liegt, das brauche ich. Achso, das Hartholz. Kann ich dir so einen Solar-Dingsbums-Ding geben? Hier ja, so ungefähr. Ozeanfisch. Warte mal, den hat Konrad sich geschnappt. Hast du jetzt das Holz weggeschnappt? Das brauche ich doch. Nein, jetzt nicht. Ja, dann ich nehm's mit, du hast doch gesagt. Ja, ich habe keinen Platz, ich wollte dir gerade was geben. Achso, ich habe auch keinen Platz mehr. Ja, wir müssen können wir noch Stuff tauschen hier, damit wir Platz kriegen? Jetzt bin ich schon runtergelaufen. Oh. Diese Leute immer. Tut mir leid. Ich weiß jetzt leider nicht, was das ist, was hier vor mir liegt. Aber es ist bestimmt besser als zwei Beeren, oder? Ich sehe das in meinem Inventar. Snack doch die Beeren schnell. Ja, gleich. Achso, ist ein bisschen schwierig. Deswegen frage ich ja, ob es besser ist als zwei Beeren, was hier vor mir liegt, aber ich kann das schlecht einschätzen. Timo, wir brauchen Aal, oder? Fledermaus. Ja, Aal wäre gut. Hab ich, das da drunter. Da sind doch noch zwei Sachen. Ach, dieser Edelstein. Ja, genau. Ja, dann futter doch jetzt schnell die beiden Beeren. Wie geht das? Wo kann man das hier sprengen? Wenn du ganz am Eingang der Mine bist, rechts. Ich seh's, ja. Okay, was schmeiß ich noch weg? Den Schleim, ne? Der ist auch nicht so wichtig. Kannst du auch zerhacken, wenn du eine geupgradete Hacke hast sonst. So, verbessertes Schwert habe ich keinen Platz für im Inventar, deswegen hole ich mir das jetzt nicht. Und ich mache mich auf den Weg nach Hause. Hast du auch gesprengt, Johann? Ja, aber guck mal, was es uns gekostet hat. Was hat es uns gekostet? Oh! Hast du unsere gesamten Schmiedeöfen kaputt gemacht? So sieht's aus. Hättest du die Bombe nicht besser platzieren können? Hier ist jemand. Ich hab's direkt davor platziert. Lian Unhu Solas Oa Massi Hemas Noan Nuni Yan Hi Ui Aui Hui. Der Zwerg redet in Kauderwelsch. Konrad, hast du das Eisen mitgebracht? Hey, da rechts ist noch was. Ich habe nichts mitgebracht, weil da noch was hergestellt wird. Aber die anderen sind ja noch in der Mine. Gleich was wird. Das Problem ist, wir haben keine Öfen mehr. Was denn? Rechts? Den Baum da? Das ist Konrad. Die Öfen wirklich weg? Kaputt? Ja, die sind in die Luft geflogen. Hey, wieso fehlt mir denn jetzt eine Sache vom Inventar? Ich glaube, der Zwerg hat mir was geklaut, Leute. Was? Kann das sein? Get late. Alex, mach dich auf den Weg nach Hause. Jo, ich komme. Das war ein Item, war weg, als ich mit ihm, nachdem ich mit ihm geredet hatte. Hat er mir was geklaut? So ein Halunke. Morgen kann ich die Axt abholen, oder? Ja. Ja. Nice. Na, dann kannst du noch ein paar Geoden mitnehmen. Ja. Geoden mitnehmen, alles klar. Die musst du aber zwischendurch dann machen, weil wenn er gerade was verbessert, kann er ja keine Geoden nebenbei aufschlagen. Verstehe. Also Axt abholen, Geoden aufknacken, Spitzhacke abgeben. Genau. Level Up, Minenarbeit Stufe 1, Spitzhacken-Effektivität plus 1, neues Herstellungsrezept, Kirschbombe. Level Up, Kampfstufe 1, plus 5 Lebenspunkte, neues Herstellungsrezept, robuster Ring, neues Herstellungsrezept, Käfersteak. 16. Tag im Frühling, Jahr 1. Ist vorbei. Das ist die Zusammenfassung, ne? Okay. Ja. Was haben wir? So wenig Geld mit Fischen? Sven, was ist los mit dir?
Er muss ja welche aufbewahren fürs Community Center. Ah, verstehe. Ja. Okay. Na gut. Seetang. Ist das nicht besser, das zu essen? I don't know. Anyway, das war ein Talk in der Mine und mit viel Post. Morgen kann ich die Axt abholen und dann richtig schön Zeug hacken. Und dann gebe ich noch die Spitzhacke ab. Und weiß nicht, ich gehe, glaube ich, morgen Holz hacken. Das wird lustig. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.